heute mal wieder in einer etwas anderen Kulisse. Ich habe mich mal wieder in mein Schlafzimmer verkrümelt und ja, deswegen kriegt ihr heute mal diesen Hintergrund. Aber naja, man muss ja alles mal ausprobieren, ne? Aber ich finde es hier eigentlich so ganz gemütlich, nur ihr seht halt nicht irgendwie was Schönes so im Hintergrund, nur so mein Schrank und mein Fernseher und so und naja, egal. Ja, heute soll es um diese Schätzchen hier gehen und zwar habe ich gesammelt, ich habe ein paar Sachen bestellt und noch vom Verlag bekommen und da ich ja im Moment keine Minimums und Rebuy-Bestellungen sowas im Großen mache, dachte ich mir, damit ich überhaupt mal wieder ein Unpacking habe, weil ich die ja auch selber so gerne gucke, sammle ich mal und ihr glaubt nicht, wie schwer das ist, diese Sachen hier liegen zu lassen und nicht auszupacken. Es ist unglaublich, unglaublich schwer. Naja, egal. Wie gesagt, heute packen wir zusammen diese Sachen aus und ich freue mich schon drauf. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem Paket, was oben drauf liegt. Das war das letzte, auf das ich gewartet habe und das kam heute dann endlich. Und ich dachte so, endlich ist es da. Juhu! Und ja, ich weiß auch noch, was in diesem Paket drin ist. Und das habe ich bestellt bei Rebuy über Amazon, weil ich noch einen Amazon-Gutschein hatte. Man aber dieses Buch gebraucht kaufen konnte bei Amazon, über Rebuy habe ich es dann halt bei Amazon gekauft. Und ja, weil bei Rebuy muss man ja immer so einen hohen Wert haben wegen der Versandkosten und das war mir dann zu viel und naja. Egal, also auf jeden Fall ist das von Rebuy in dem Sinne. So, ich mache das mal auf. So. Jo. Werbung, Werbung, Werbung. Und da ist das Buch mit Schutzumschlag, na Gott sei Dank. Und zwar habe ich gekauft Everflame 3, Verräterliebe oder If You Fail, You Burn. Das Buch gab es bei Medimops auch gebraucht, aber da hat es noch fast den vollen Preis gekostet. Und deswegen dachte ich mir so, nö, du kannst es auch bei Amazon kaufen. Und ich habe jetzt bezahlt, ich glaube, 14 Euro für dieses Buch mit Versandkosten. Und ja, also der Buchrücken ist krumm gelesen, aber das kennt man ja bei Hardcovern. Geht mir ja auch immer so, deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Außerdem, wenn man es dann so ein bisschen in die Gegenrichtung drückt, geht das dann meistens wieder. Wie gesagt, der Schutzumschlag ist da dabei, was gut ist. Und der sieht auch noch sehr gut aus. Ansonsten im Buch schaut es auch noch sehr gut aus. Ist halt wirklich einmal gelesen quasi und dann wahrscheinlich wieder verkauft. Ja. Aber ich habe jetzt damit die Everflame-Reihe endlich komplett. Das heißt, ich kann die dann jetzt endlich mit beenden und ja. Ich freue mich da schon drauf, dieses Buch dann endlich zu lesen. Machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier. Das ist meine Medimops-Bestellung. Ja, das war die Medimops-Bestellung. Ich habe bei Medimops zwei Bücher gekauft, weil ich da was testen wollte. Weil ich einen Amazon-Gutschein hatte und man bei Medimops über Amazon bezahlen konnte. Und wollte ich jetzt testen, ob dann mein Gutschein angerechnet wird. Funktioniert nicht. Also kann ich in Zukunft auch wieder direkt über Minimops bezahlen, aber ich wollte es halt mal testen. Deswegen habe ich halt auch nicht so viele Bücher gekauft. Ich merke, mein Licht schwankt hier ganz schön. So, also auch bei Minimops gilt immer die Devise, je mehr Werbung, desto besser. Die richtigen Bücher müssen drin sein. Schauen wir mal. Ich habe gekauft bei Minimops zum einen Daughter of Darkness Scarlet, das ist der erste Teil der Daughter of Darkness Reihe von Bianca Iosiboni. Ach, diese Aufkleber, ne? Die sind schon immer extrem geil. Naja, da war was ab. So, dieses Buch hat, glaube ich, 7 Euro jetzt noch gekostet. Da ist immer kein Zettel drin. Aber ich glaube, 7 Euro hab ich bezahlt. Ich habe insgesamt 6, genau, ja doch. Also so um die 7 Euro, 7,50 hat das hier gekostet. Die Ecken sind ein bisschen angeschranzt, aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch, finde ich. Ja, alles gut soweit, also gebraucht für 7 Euro. Artikelzustand war sehr gut, ist es auch. Und ja, ich habe ja den zweiten Teil Daughter of Darkness Sydney letztes Jahr direkt bei der Bianca gewonnen. Habe ich mich riesig gefreut und ich habe das Buch gelesen und ich fand es mega gut. Und wollte ja schon die ganze Zeit endlich mal diese Reihe vollkriegen. Und jetzt ist ja der dritte Teil Lara erschienen. Deswegen dachte ich, wird es Zeit, mir den ersten zuzulegen und zu kaufen. In diesem Buch geht es ja um diese Organisation Daughter of Darkness. Und Scarlet ist, glaube ich, dort ein Mitglied oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist sie eine Auftragskillerin und das ist so FBI-mäßig. Und das finde ich sehr cool. Und die Reihe, die Hunters-Reihe von Bianca Iosiboni, das beschäftigt sich auch mit diesen FBI-Typen und hier geht es halt um die Frauen und das kommt dann irgendwie alles so mit zusammen und das finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, ich freue mich schon sehr auf Scarlet und bin gespannt, wie dieses Buch ist. Die Bücher sind ja auch wirklich relativ dünn, also hat man die auch wirklich sehr, sehr schnell gelesen und ich werde berichten, wie mir Daughter of Darkness Scarlet gefallen hat.
Das war Buch 1 von der Medimops-Bestellung. Buch Nummer 2 habe ich ein bisschen Angst, die immer gebraucht zu bestellen, aber das sieht sehr gut aus. Und zwar habe ich mir den 6. Teil der Elemental Assassin-Reihe bestellt. Mal Papier wegschmeißen. Den 5. habe ich ja noch hier mit dem alten Cover. Das war ja noch diese schwarzen Cover. Und ab dem 6. Band gab es ja dann diese neuen Cover. Ich glaube, weil ab dem 6. Band auch die zweite Staffel quasi anfängt. Mein Hund kommt. Hi, Baby. So, jetzt hat mein Freund gerade meinen Hund reingelassen. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, Elemental Assassin 6. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich will jetzt hier hinten drauf nicht lesen, worum es geht, weil dann spoilere ich mich ja für die Geschichte. Und ansonsten, das Buch war, glaube ich, auch in einem sehr guten Zustand, was es auch ist, denn es ist keine Leserille drin. Alles schön gerade. Und es ist auch nicht krumm gelesen oder irgendwas. Gott sei Dank. Das ist immer so, bei solchen Taschenbüchern oder broschierten Büchern habe ich immer Angst, dass die so total krumm gelesen sind. Ne? Ich habe ja von meiner Freundin Jenny ja den 2. Teil der Erbin mit zum Geburtstag bekommen. Und wir hatten halt ausgemacht, dass wenn wir uns Bücher schenken, dass es keine neuen sein müssen, sondern dass es auch gebrauchte sein müssen. Und die Erbin 2 hatte ja komplett hier so einen Schwung drin. Also das war komplett krumm. Ich habe es jetzt ins Bücherregal reingequetscht. Vielleicht biegt es sich hier wieder ein bisschen gerade. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf den 6. Teil. Den 5. habe ich auch noch hier. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Das wird dann mal Zeit. Ich habe letztens mit Erschrecken festgestellt, dass es im Englischen 15 Bände gibt. 15. Ich dachte immer, das ist so eine Reihe mit 8, 9 Teilen. Aber nein, im Englischen sind es 15 Bände und der 16. kommt dieses Jahr im Herbst noch raus. Das heißt, die Reihe ist auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es geht hier noch um einiges weiter. Deswegen muss ich langsam mal lesen, dass ich up to date bin. Auf jeden Fall ist der 7. Teil jetzt im März mit rausgekommen. Der 8. kommt dann im Herbst wieder mit raus. Deswegen muss ich da eigentlich mal weitermachen, sonst hänge ich da nämlich viel zu sehr hinterher. Machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Und zwar ist das dieses hier. Das habe ich direkt bei Amazon noch bestellt, dann von meinem Gutschein, den ich ja noch hatte, den ich mir bei Medimops nicht einlösen konnte. Und zwar habe ich mir bestellt Daughter of Darkness Lara. Der 3. und letzte Teil der Daughter of Darkness Reihe. Ich habe gedacht, komm, bis es den mal irgendwann gebraucht, günstig gibt, vergeht wieder ein Jahr. Und ich wollte die Reihe jetzt gerne komplett haben, dass ich sie dann auch komplett lesen kann. Und ja, freue mich da schon sehr drauf, diese Reihe mitzulesen. Außerdem dachte ich mir, ich kann nicht die Bücher dann mit zur Buchmesse nehmen im März und kann die mir von der lieben Bianca vielleicht noch signieren lassen, wenn ich sie dann auf der Messe treffe. Mal gucken. Die sind ja nun auch nicht so schwer, die Bücher, ne? Die kann man ja gut mit ins Handgepäck packen. Und in dem 3. Teil geht es um die Chefin der Daughter of Darkness, das ist Lara. Und auch hier bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte ist und freue mich da schon sehr drauf. Ich muss ja sagen, ich finde die Cover mega cool, ne? Also, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Das nächste Buch, und zwar dieses hier. Ich weiß nicht, wo das Buch herkommt. Also, hier ist ein Zettel vorne drin, dass es vom HarperCollins Verlag ist, dieses Buch. Aber ich habe beim HarperCollins Verlag nicht angefragt. Deswegen weiß ich jetzt nicht wirklich, was hier drin ist. Und zwar... Aha. Von Susan Anderson, vor Schmetterlingen wird gewarnt. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Buch etwas für mich ist. Worum geht es denn? Das Leben leicht wie ein Schmetterlingstraum. Ava Spencer hat alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Sie besitzt eine Catering-Firma, hat tolle Freundinnen, ist unabhängig. Und die Männer? Vergöttern sie wegen ihrer kurvenreichen Figur. Nur eine alte Wunde ist nie verheilt. Noch immer erinnert sich Ava an jeden Tag, als Highschool-Schwarm Kate verkündete, er hätte mit der Dicken geschlafen. Denn diese Dicke war niemand anderes als Ava. Und nun ist Kate zurück. Aber nicht länger die Raupe, sondern ein wunderschöner Schmetterling spürt süße Rache. Die Gelegenheit kommt schneller als gedacht, denn Kate braucht ihr altes Herrenhaus, in dem er einen Film drehen will. Und es scheint, dass er auch Ava braucht. Für alle Liebhaberinnen von Lachen, Leidenschaft und Romantik. Ja, ich muss sagen, das Cover ist ja mal so gar nicht mein Fall, aber der Inhalt klingt eigentlich ganz interessant. Ja, naja, mal gucken. Ich werde es irgendwie bei Gelegenheit mal lesen. Hier ist aber auch kein Zettel oder irgendwas drin. Also ich habe keine Ahnung, warum mir der Verlag das zugeschickt hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht dachten sie, es ist was für mich, keine Ahnung. Ja, also ich werde irgendwann bei Gelegenheit mal reinlesen, mal gucken, wie es passt. Aber dieses Cover ist so gar nicht meins, ne? Also ich mag solche Cover gar nicht. Finde ich ganz furchtbar. Naja, egal. Dann habe ich noch ein Paket und zwar dieses hier. Das ist vom Carlsen Verlag. Und da habe ich mich mega drüber gefreut.
Ich hatte im Januar nämlich den Carlsen Verlag angeschrieben und habe 6 Wochen keine Antwort bekommen. Habe schon gedacht, gut, okay. Schade, ist halt so. Habe dann doch noch eine Antwort bekommen. Meine E-Mail ist wo irgendwie im falschen Ordner gelandet und konnte nicht bearbeitet werden. Und ich wurde dann gefragt, ob ich denn ein Buch haben möchte zum Lesen. Und da habe ich mir gedacht, ja, schreibst mal 2 hin, die du gerne lesen wollen würdest. Und ich habe sogar beide bekommen. Also ich war total überrascht. Und ja, bin mal gespannt, wie die Bücher jetzt sind. Und zwar habe ich vom Verlag bekommen, Moment, ich muss mal rumdrehen. 1 und 2. Das erste ist Oblivion, Lichtflüstern von Jennifer Armentrout. Ich habe die komplette Obsidian-Reihe gelesen und ich war ja so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich Oblivion lesen sollte oder nicht. Und ja, da der Verlag mir jetzt quasi die Entscheidung abgenommen hat, indem sie es mir zur Verfügung gestellt haben zum Lesen, freue ich mich da jetzt schon mega drauf, dieses Buch zu lesen. Es wird jetzt definitiv in den nächsten Tagen gelesen. Ich freue mich da schon so. Oblivion ist ja Obsidian aus der Sicht von ihm nochmal geschrieben. Ich habe bei der Wait For You-Reihe von Jaylin Trust In Me gelesen. Das ist der erste Teil, also Wait For You auch nochmal aus seiner Sicht. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, auch wenn da ziemlich viele Wiederholungen drin waren. Aber man hatte jetzt so ein paar Szenen schon gehabt, die noch ein bisschen anders waren. Deswegen bin ich mal auf Oblivion gespannt und ja, mal gucken, wie das ist. Ich finde ja die Cover mega cool, ne? Auch das hier ist wie die anderen richtig schön. Oh, die glänzen so. Aber bei den Covern muss man echt aufpassen, da darf man keine Fettfinger haben. Wenn man damit so einem Fettdatscher so da vorne drauf kommt, dann hat man verloren. Dann ist dieser Datscher für immer drauf. Ja, naja. Aber ich freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen und war so happy, dass ich das bekommen habe vom Verlag, weil ich hätte nicht damit gerechnet, weil Oblivion ist ja im Januar schon rausgekommen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich es bekommen habe. I like. Yay, Oblivion. Und das zweite Buch, was ich vom Verlag bekommen habe, ist Als ich dich suchte von Lauren Oliver. Das hatte ich ja in meinem Neuerscheinungsvideo vom Februar mit erwähnt und vorgestellt. Ich lese euch auch hier nochmal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Ich fand, es klang damals ultra interessant und ja, bin deswegen sehr happy, dass ich dieses Buch bekommen habe. Die beiden Schwestern Nick und Dara sind grundverschieden und doch unzertrennlich. Bis Dara Nicks besten Freund Parker küsst. Bis zu dem Autounfall, bei dem Dara im Gesicht verletzt wird. Seitdem sprechen die Schwestern nicht mehr miteinander. Als Dara an ihrem Geburtstag spurlos verschwindet, glaubt Nick zuerst an einen dummen Scherz. Doch Dara ist schon das zweite Mädchen, das in dieser Gegend vermisst wird. Nick spürt, dass ihre Schwester in großer Gefahr schwebt und dass sie finden muss, bevor es zu spät ist. Und das klingt so unglaublich gut und ich finde auch hier dieses Cover einfach nur richtig cool. Oh, ja, ich freue mich da auch schon sehr drauf, dieses Buch dann demnächst jetzt mit zu lesen. Und ja, ich bin immer noch so happy, dass ich diese Bücher bekommen habe vom Verlag. Und yay, I like. Das war mein kleines Sammel-Unpacking und ich freue mich riesig über die Verlagsbücher. Also wie gesagt, bei denen hier muss ich echt mal gucken, ob das was für mich ist oder nicht. Also auf den ersten Blick wäre das jetzt halt nicht so mein Buch gewesen. Und ja, bei den anderen Büchern freue ich mich dann halt auch schon mega doll drauf, die zu lesen. Gerade bei der Daughter of Darkness, wenn ich die dann komplett habe, dann kann ich nämlich diese Reihe auch beenden und dann hätte ich wieder eine Reihe abgeschlossen. Ja! Ja, wie gesagt, die Reihe dauert, bis ich sie abschließe und das ist ja auch das letzte Buch der Reihe. Das heißt, ich hätte diese Reihe dann auch beendet und deswegen werde ich diese Bücher auch definitiv ganz bald mitlesen, denn 2017 ist ja mein Reihenvervollständigungsjahr. Ich möchte alle angefangenen Buchreihen, die ich so habe, endlich fertig kriegen und endlich fertig lesen, dass ich sagen kann, ich habe wirklich nur noch die Buchreihen angefangen und offen, wo die Bücher einfach noch nicht erschienen sind, die ich noch nicht beenden kann. Und das ist so mein Ziel für 17, aber ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. We will see, aber yay, ich freue mich über die Bücher. Ansonsten gilt natürlich wie immer eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.